Das Unternehmen wird nicht zum ersten Mal mit einem Problem konfrontiert. In jüngerer Vergangenheit erlebte man hier harte Zeiten. In den 90ern veränderten sich der Spielzeugmarkt und das Spielverhalten stark. Videospiele wurden immer populärer und das Unternehmen macht in 11 aufeinanderfolgenden Jahren Verluste. Darauf haben wir verschiedentlich reagiert und manchmal leider ganz falsch. In der schlimmsten Zeit verlor das Unternehmen 500 Millionen Dollar in nur 2 Jahren. Doch dann passierte etwas Unerwartetes. Erwachsene Lego-Fans hackten den Bestseller, den Roboterbaukasten Mindstorms. Mindstorms spricht eingefleischte Lego-Anhänger an, weil sie damit ihre Kreationen zum Leben erwecken kann. Mehr als die Hälfte der Mindstorms-Spieler sind Erwachsene. Die Hacker machte sich das Unternehmen zunutze und bot den Besten von ihnen einen Tauschhandel an. Spielzeug für Ideen. Ihre Codes waren viel besser als unsere. Also luden wir sie zum Gespräch ein. Sie erzählten uns, dass sie der Meinung seien, dass das Produkt nicht so gut ist, wie es sein könnte. Dieser Schritt ging Hand in Hand mit einer generellen Überdenkung der Geschäftsstrategien des Unternehmens. Neue, lizenzierte Produkte wurden entwickelt, darunter die Star Wars-Sets, die zu Verkaufsschlagern wurden, und Videospiele. Man ging neue Wege, indem der Vertrieb optimiert und den Designern die Aufgabe gestellt wurde, neue Spielsets aus vorhandenen Elementen zu entwickeln. Die gewagte Taktik ging voll auf. 2006 kam Mindstorms NXT auf den Markt und stellte neue Verkaufsrekorde auf. Die klassischen Baukästen dagegen weckten wieder den Konstrukteursgeist. 2004 war ein Wendepunkt für uns. Wir bekannten uns zum Wesen des Unternehmens, der Konstruktion. Wir wussten, das konnten wir am besten, jetzt aber auf moderne Art. In der Fabrik im tschechischen Kladno stehen die Techniker vor einem unmittelbareren Problem. Sie müssen das Greifsystem neu starten. Hi Carsten. Hallo Carsten. Leider konnten wir das System nicht neu starten. Doch nun kommen sie der Ursache des Ausfalls langsam auf die Spur. Das Computerproblem liegt irgendwo zwischen Tschechien und der Schweiz. Da müssen die IT-Leute ran. Das Sortiersystem der Fabrik wird von einer IT-Abteilung in der Schweiz überwacht. Die tschechischen Arbeiter können nur warten, während die Schweizer Techniker von fern daran basteln. Es bleiben nur noch 10 Minuten, um die Betriebsstilllegung zu verhindern. Der Fabrikleiter bereitet bereits den Alternativbetrieb vor. Bring's rüber zu einer vorhandenen Palette. Wenn dem Produktionsbereich die Elemente ausgehen, gehen die erfahrenen Arbeiter dazu über, neue Kollegen einzuarbeiten. In dieser Fabrik wird keine Zeit verschwendet. Doch bevor der Plan anlaufen kann, sind die Roboter wieder in Betrieb. Ich hatte schon bessere Arbeitstage hier. Jetzt sind alle happy. Die Produktion hat Material und alles ist gut. Der Betrieb wäre beinahe eingestellt worden. Jetzt müssen die Greifer die verlorene Zeit einholen. Die Fabrik in Kladno verarbeitet die Steine wieder mit gewohnter Geschwindigkeit. Vom Empfang durch Roboter bis in die endgültige Verpackung. An der Packstraße befüllen Roboter Kartons aller Größen und Formen. Doch die Polizeistation kommt mit ihren 783 Teilen in eine Verpackung mit Übergröße. Diese muss von Hand gepackt werden. 16 Leute arbeiten im 8-Sekunden-Takt an dieser Verpackung. Das heißt, alle 8 Sekunden kommt ein Karton mit der Polizeistation vom Band. Derzeit verpacken wir an dieser Station 650 Stück pro Stunde. Bei maximaler Geschwindigkeit befüllt das Team 1 Million Kartons in der Woche.
Die fertigen Baukästen werden mit Folie umwickelt, auf LKW verladen und durch die Stadt zur letzten Produktionsphase gefahren, ins Distributionszentrum. 2005 schloss sich das Unternehmen mit einem großen Logistiker zusammen, um den Großteil der Auslieferung ins Ausland aus einem einzigen Lager zu ermöglichen. Dieses Distributionszentrum nennen wir ein Megazentrum. Man muss es schon selbst sehen, um zu begreifen, welche Massen hier bewegt werden, wie viel Platz wir haben und welche Abläufe stattfinden. Die Dimensionen sind einfach riesig. Das Distributionszentrum erstreckt sich über einen halben Kilometer auf 100.000 Quadratmetern. Das sind 14 Fußballfelder. Dies ist die größte Transportlogistikanlage in Tschechien und sicher eine der größten in Mitteleuropa. Das Prozessmanagement hier ist extrem komplex. Spielzeughändler auf der ganzen Welt schicken die Bestellungen ihrer Kunden, die sich nach dem Angebot auf dem jeweiligen Markt richten. Dass der Großteil der Ware aus einem Zentrallager ausgeliefert wird, ist ein großer Vorteil. Wenn die Nachfrage für einen bestimmten Baukasten stark steigt, kann sich das gesamte System, vom Spritzgießen bis zur Auslieferung, in nur 10 Tagen darauf einstellen. Eine kleine Armee von Gabelstaplerfahrern fährt zwischen den 140.000 Regalpositionen umher, um der immensen Nachfrage nachzukommen. In diesem Jahr wollen wir über 120 Millionen Baukästen ausliefern. Nach 18 Monaten, in denen die Spielzeugpolizeistation entworfen, entwickelt, gegossen, sortiert, lackiert, verpackt und über eines der größten Distributionszentren ausgeliefert wurde, wird der Baukasten nun von seinem härtesten Kritiker geprüft: einem 8-jährigen Jungen. Wenn ein Lächeln ihre Gesichter aufleuchten lässt, ich kann nicht beschreiben, wie das ist. Man ist einfach richtig stolz und das ist das Beste daran. Der sieht aus wie ein Polizeihund. Das ist cool. Sieht aus wie eine echte Polizistin. Das Aussehen der Teile stimmt. Und die Geschichte? Die Toiletten kann man aufmachen. Das ist super. Dann kann man richtig damit spielen. Und der Einbrecher kann herausspringen und weglaufen. Und das Urteil lautet? Am tollsten finde ich die Garage. Die geht auf und zu und ist ziemlich cool gemacht. Uns ist am wichtigsten, dass wir viele kleine Kinder mit unserer Arbeit glücklich machen. Sie sollen sagen, Papa, guck mal, das Auto habe ich gebaut. Sie sollen lachen und froh sein und mit diesem Baukasten möglichst lange spielen. Seit 1934 hat sich das Unternehmen immer wieder neu erfunden und dabei offenbar Schwächen in Stärken umgewandelt. Von einfachen Holzstückchen bis hin zur Megafabrik. Bis dahin war es ein langer Weg.